Hallöchen an die YouTube-Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen heute Stardew Valley und ich möchte euch meinen Hof zeigen. Der ist jetzt knackige 3 Jahreszeiten alt, also wir stehen kurz vorm Winter. Es ist Jahr 1 und er heißt Survival Hof. Genau. Survival Hof, weil es auch die Survival-Karte von Stardew Valley ist, also die Karte, in der in der Nacht Monster auftauchen auf der Farm. Warum ich die genommen habe, weiß ich selber nicht, aber ich wollte sie einfach mal ausprobieren. Und deswegen gucken wir uns heute diesen Hof an. Ich habe meine Twitch-Zuschauer auch hier, die schreiben fleißig in den Chat, sind gespannt am Zugucken. An die YouTube-Zuschauer könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und mich unten abonnieren, würde mich sehr, sehr freuen. Und auch sehr, sehr unterstützen. Ihr habt immer keine Ahnung, wie sehr das eine Unterstützung ist, wenn ihr das macht. Kostet euch nur eine Sekunde und für mich bedeutet es die ganze Welt. Also macht es mal, ihr würdet mir eine Freude machen. Und ja, ich habe hier, also Stardew Valley habe ich noch nie gestreamt. Ich habe nur YouTube-Videos hochgeladen, aber noch nie gestreamt. Deswegen ist das gerade neu für mich. So. Also, wir sind im Game. Ich überlege mir, noch immer Stardew Valley zu kaufen. Deine Let's Plays, Videos, Streams helfen mir immer bei meinen Entscheidungen. Danke dafür. Simone, das, wenn du das noch immer am Überlegen bist, ich glaube, so geht es vielen Leuten. So, das mache ich mal aus, weil wir haben jetzt E-Musik von Stardew Valley. Ich glaube, so geht es sehr, sehr vielen, die sich eben noch nicht entscheiden können. Und deswegen habt ihr jetzt heute die Möglichkeit, mich ganz viel zu Stardew Valley zu fragen. Falls ich wohin gucken soll, was euch interessiert, was ihr von den Maps oder so sehen wollt, haut raus, das mache ich gerne für euch, falls ihr da noch irgendwo Fragen habt und am Überlegen seid, ob ihr euch das Spiel holt. Stardew Valley ist, glaube ich, seit 2018 oder 2016 heraus. Ich will jetzt kein Blödsinn erzählen. Deswegen gucke ich da nochmal. Seit 2016 wurde von einem einzigen Menschen gemacht. Und zwar Eric Barron. Ein einziger Mensch hat ein komplettes, geiles Spiel entwickelt und auf den Markt gebracht. Das ist insane, Leute. Also, behaltet das mal im Hinterkopf, wenn ihr dieses Spiel spielt, was da alles drin ist. Wie komplex das ist, wie komplex das aufgebaut ist. Es wurde von einem einzigen Mensch gemacht. Kastanien. Alter, das feiere ich gerade voll. Ich brauche Plüschkastanien. Sehr, sehr. das war auch mal als Auswahl für meinen Namen tatsächlich. Ja, fällt mir gerade auf. Stimmt, ich heiße Kastanien da. Das war wirklich tatsächlich mal im Rennen neben Pure Dodo Kastanien zu nehmen. Ja. Ich heiße ja Kerstin, deswegen Kastanien. Ja, genau. So, also wir laden natürlich und ich habe hier ganz viele Hofe, ihr seht schon, Pidodo, Cersei und der Survivalhof ist eben, da heiße ich auch Kerstin. Und unser Hund heißt Rex und das Pferd heißt Miles? Ich habe die Stream-Alerts rausgemacht, sorry Leute. Verbrennt die... Oh, der Name. Kritisch. Aber herzlich willkommen. Danke für dein Follow. Vor allem auch ein Spiel, an dem sich andere Spieleentwickler orientieren. Genau, also wenn man so typische Cozy Games nennt, sind es eigentlich Animal Crossing und Stardew Valley. Das sind eigentlich die zwei, die man sofort nennt. Das sind die repräsentativen Spiele für klassische Cozy Games. Also Stardew Valley und Animal Crossing sind da auf der Platz Nummer 1, würde ich sagen. Ja. Wir haben Herbst. Ist mit Abstand die schönste Jahreszeit im Spiel, finde ich. Ich habe Mais gepflanzt. Ihr seht schon ein bisschen was von meinem Hof. Wir haben Herbst, also bald aber Winter. Dann sind auch die ganzen Pflanzen hier im Arsch. Die gehen dann ein. Ich habe alles schon besprinkelt. Da bin ich so stolz drauf. Ich brauche nichts mehr gießen. Das machen alles meine Sprinkler. Besprinkelt, dieses Wort auch, ne?
Ich brauche nichts mehr gießen und ich bin so glücklich. Also das Gießen war immer das Schlimmste für mich. Da auch noch ein Feld. Ich habe 3 Felder, die komplett von selbst gegossen werden. Und das in Jahr 1. Also ich bin mega stolz drauf. So, was ich noch habe? Ich habe hier ganz viele Krabbenreusen. Das war auch so meine erste... Ich habe noch nicht viel Geld. Aber das war so mein erstes Investment, dass ich die herstelle, weil ich da einfach jeden Tag ganz easy Sachen rausbekomme, um die zu verkaufen, damit ich schnell möglichst viel Geld bekomme. Das ist ein Stück weit nach hinten losgegangen, weil ich dadurch überhaupt kein Eisenerz mehr hatte und das Eisenerz war rar, also ja. Ja, aber ich hab's gemacht und jetzt hab ich's halt. So, ich habe überhaupt keine Organisation. Bitte, bitte, ich weiß, da werden sich einige aufregen, aber das muss ich alles noch sortieren. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Wir sehen schon. Also das sind meine Krabbenreusen, da kommen Schnecken raus, solche kleinen Krebschen und Süßwasserflusskrebse irgendwie. Flusskrebse, ja. Nicht Süßwasser, einfach Flusskrebse. Ja. Und da habe ich Recycle-Maschinen. Das ist cool, weil da könnt ihr nämlich den Müll, den ihr da rausbekommt, also hin und wieder fischt man da einfach Müll, könnt ihr da einfach reinpacken und dann bekommt ihr irgendwas Nützliches raus. Meine Katze heißt dort Dusty und das Pferd heißt Betz. Betze. Betz. Betze? Das, die finde ich sehr cool. Maya, bye bye. Wie lange hast du das gespielt, damit es so aussieht? Oh, das ist noch gar nicht lange. Ich habe das vielleicht erst seit 3 Wochen habe ich die Insel, diesen Hof jetzt. Und also noch gar nicht lange. Das ist auch noch echt nicht da, wo ich hin möchte. Also ihr seht schon, 3 Felder. Das war so meine Priorität. Ich wollte zuerst Felder machen. Da wird jetzt bald ein Silo gebaut. Damit ich auch dieses Gras hier endlich mal entfernen kann, das mich irrsinnig nervt. Und da habe ich schon einen Stall, aber da ist noch niemand. Ich habe noch kein Tier. Also noch keine Kuh oder so. Da ist noch keiner. Ist noch leer. Muss ich noch einkaufen. Aber ich habe mich damit echt zurückgehalten. Ich wollte noch keine Tiere, weil Priorität 1 war bei mir Mine. Damit ich die ganzen Erze für das Zeug hier bekomme. Und das war bei mir eben höchste Priorität. Deswegen wollte ich da nicht irgendwie schon Tiere holen, die ich dann am Ende noch vernachlässige. Das wollte ich nicht. Jo. An der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, ich bin kein Stardew Valley-Profi, also auch ein YouTube-Zuschauer. Don't judge me. I'm no Profi. Ich habe noch nie über Jahr 2 hinausgespielt. Also die Story ist mir komplett fremd. Ja. Aber das möchte ich mit dem Hof eigentlich machen. Ich möchte endlich mal die Story hier durchspielen. Das ist mein Pferd. Es ist toll. Das war auch eine hohe Priorität. Ich wollte direkt auch in Jahr 1 ein Pferd haben. Weil damit ist man einfach viel schneller. Ja. Ihr seht schon, da habe ich einen Ofen. Da kann ich die Erze in Bahn umwandeln und damit dann Zeug machen. Die einzige Organisation, die ich hier habe, ist Frühling. Sommer, Herbst und Winter. da kommen die ganzen Erntesachen und Samen für Frühling rein, für Sommer, für Herbst und für Winter. Also da habe ich so eine klitzekleine Organisation reingebracht. Ich finde die Farben cool. Appreciated die Farben der Kisten. Hättet ihr das auch so gemacht? Ja, also das finde ich cool. Das Graue sind Werkzeug für die Mine, also Bomben, Schwerter, Stiefel, alles Mögliche. Da sind Sachen, die ich von der Mine rausbekommen habe und da sind meine Materialien drin. Also das ist wirklich so die einzige Organisation, die ich hier reingebracht habe. Alles andere ist noch irgendwie halt. Ich behalte mir immer die goldenen Sachen. Also das Spiel ist so komplex, Leute. Ich weiß. Aber mit der Zeit kommt man da rein und dann ist es mega, mega cool. Also ich behalte mir immer die goldenen Früchte. Ihr seht, die haben da so Sterne, Gold, Silber oder auch gar keinen Stern.
Und ich behalte mir halt immer die besten. Ich weiß, das ist auch blöd in einer gewissen Hinsicht, weil für die Goldenen bekommt man das meiste Geld. Aber irgendwie habe ich Angst, die wegzugeben. Genau, hier kann man verkaufen. Ich verkaufe meine Haselnuss, meine Schnecke, meinen Flusskrebs, meine Strandschnecke, mein Eis nicht. Mein Eis brauche ich noch. Mein Entenei. Das brauche ich auch noch. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Also das ist mein Hof. Mehr gibt es eigentlich noch nicht zu sehen. Ach doch, doch, eins gibt es noch. Und zwar, ich habe hier Bäume gepflanzt, bei denen ich Ahornsirup und Kiefernteer abzapfe. Da bin ich aber gerade noch am Ausbau. Also ich habe noch nicht diese... ich habe noch nicht überall diese Auffangteile, wie nennt man das? Diese Körbe hier platziert, wo das raustropfen kann. Die habe ich noch nicht hergestellt. Da braucht man auch wieder Materialien. Die sind wieder schwer zu bekommen, also... Und hier, ganz stolz, bin ich auf meine Trommel. Mach hier immer Musik. So, da ist auch schon so ein Eisenbahn rausgekommen. Hoppala, ich wollte hier nicht mit meinem Schwert rumfuchteln. Genau, den packe ich hier rein. Ja. So. Habt ihr Fragen? Schon mal. An der Stelle. Oh, schade, dann geht das ganze Heu leider verloren. Ist mir im Jahr 1 auch mal passiert. Genau, ohne Silo, wenn man das absät, also diese, das hier alles, das kann man mit der Sense, da hat man eine Sense. Ich zeige euch das jetzt mal zu Demonstrationszwecken. So, und das verpufft einfach. Und wenn man ein Silo hat, das wird hier gerade gebaut. Ich bin viel zu spät, ich habe viel zu spät das Silo gebaut, aber mir war das Pferd wichtiger. Und der Stall, den konnte ich dann auch bauen. Und dann habe ich auch zuerst den Stall gemacht. Der Silo ist dazu da, dass wenn man das hier macht, das nicht verpufft, sondern eben da reinkommt. Das geht dann automatisch. Genau. So, hier haben wir noch Fackeln. Die sind jetzt da recycelt worden. Das habt ihr gesehen, da habe ich Müll reingepackt. Jetzt habe ich ganz viele Fackeln. Ich habe aber hier eigentlich schon so viele, dass hier eigentlich alles eh schon hell ist in der Nacht. Hier fehlt noch eins. Ja, machen wir hier auch noch welche hin. Weil ich habe ja gesagt, ich habe hier die Survival Map. Das heißt, es kommen Monster in der Nacht hier auf meinem Hof. Was sind Monster? Monster sind Fledermäuse, die dich attackieren. Skelette, die dich attackieren und vom Boden einfach auf... Es ist gruselig, ja. Schon ein bisschen, manchmal. Und was kommt noch? Slimes kommen hier nicht, glaube ich. Nee. Aber Slimes, die zeige ich euch auch gleich. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was Slimes sind, das sind Biester. Die zeige ich euch gleich. Aber sie sehen so süß aus. So, wir gehen mal in die Stadt, hätte ich gesagt. Dann zeige ich euch die mal. Herbst und Frühling haben bei mir die gleichen Kistenfarben wie bei dir. Yes. Kannst du den Ingame-Sound noch ein kleines bisschen leiser machen? Oh. Sorry. Ja, die Musik ist teilweise so laut von Stardew Valley. Voll. Aber vielleicht kann ich das ja in-game steuern. Man kann das Ganze auch mehr Spieler machen. Ja, man kann eine Farm gemeinsam haben. Das ist sehr, sehr cool. Ich kann auch hier euch eine Hütte, also jemanden von euch theoretisch eine Hütte hinbauen und ihr könnt da einfach spawnen. Das geht, das ist cool. Also auch mehr Spieler hier. Oh, das ist Abigail. Die kann man, glaube ich, heiraten, oder? Ja. Oder? Ich glaube schon. Ja, Abigail kann man heiraten. Man kann hier auch heiraten, wie ihr seht. Ist aber gerade so auch Priorität Nummer 2. Ich habe einen Hof. Oh, wir haben heute eine Veranstaltung? Welche denn? 27. Herbst. Warte, ich guck mal auf meinen Kalender. Würde ich auch euch empfehlen, sobald ihr genügend Geld habt, legt euch einen Kalender zu. Dann müsst ihr nicht immer in die Stadt laufen. Geister! Oh, wir haben Halloween! Wir haben Halloween in Stardew Valley. Oh, dieses Event ist so cool und da kann sich eigentlich Animal Crossing echt was abgucken. Ihr werdet das gleich sehen. Die Events in Stardew Valley sind geil. Also richtig cool. Bleibt dran und guckt euch dieses Event an. Geisternacht ist sehr, sehr cool. Ich kenne Geisternacht schon, aber ja,
ihr werdet gleich sehen, wieso. Es ist so cool. Und wann müssen wir da sein? Steht das da? Nicht, dass wir es verpassen. Müsste ein Brief stehen. Der Bürgermeister hat uns doch bestimmt einen Brief geschickt. Geisternacht-Hinweis. Schon ein Frösteln in der Luft gespürt? Könnte der Einzug des Winters sein. Oder das Kribbeln eines dunklen Geistes, der uns hilft, das Fest von morgen zu feiern. Komm um 22 Uhr vorbei, wenn du mitmachen möchtest. Alles klar, dann kommen wir um 22 Uhr. Übrigens, ihr kennt mich, ich habe hier schon überall Pflanzen hingemacht. Vollkommen rausgeschmissenes Geld. Ich weiß, aber guckt euch die Pflanzen an. Guckt euch die Pflanzen an. Da, das ist voll cool, oder? Guck mal. Wunderschön. Und einen grünen Teppich habe ich mir auch schon geholt. Jo. Das sind so Einmachdinger. Da kann man Blaubeeren reinschmeißen und dann bekommt man Blaubeergelee raus. Ja. Was können wir machen? Okay, Maja, dann danke für deinen Lurk. Vielen, vielen Dank. Rede, ich hoffe, so passt es mit dem Sound. Also zumindest mit. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Ich steck fest. Oh Gott. Das ist mir noch nie passiert. So. Da ist noch eine CD, aber ich lasse die mal. Ich habe das Entenei auch im Schlepptau. Das brauche ich nämlich noch für ins Gemeindezentrum. Und das ist auch ein Tipp, den ich habe für euch. Ich habe noch keine Ente. Also wieso habe ich ein Entenei? Werden sich jetzt einige fragen. Ich habe ja noch keine Tiere. Ich habe ein Entenei, weil am Freitag und Sonntag steht hier, das gucken wir uns auch morgen dann nochmal an, aber da steht hier auf diesem Platz eine Frau mit einem Schwein. Ihr werdet es sehen. Und die verkauft Sachen. Und da, von der habe ich dieses Entenei. Und wenn ihr beim Gemeindezentrum schneller sein wollt, dann guckt da immer hin. Freitag und Sonntag ist sie da. Guckt da hin und dann werdet ihr sehen, die hat Zeug, die ihr fürs Gemeindezentrum braucht. Auch wenn es vollkommen überteuert ist, aber die hat eben Zeug. Und jetzt habe ich schon das Entenei, obwohl ich keine Ente habe, was sehr, sehr geil ist. Das ist richtiger Pro-Tipp von mir an euch. Den habe ich nirgendwo anders gehört. Ich weiß, das ist eigentlich logisch, aber wenn man die einmal gefunden hat. Aber ein Pro-Tipp von mir an euch. So, wir warten jetzt bis 22 Uhr. Das ist eh gleich, wie Terrorbrise auch schon gesagt hat. Die Zeit vergeht hier ziemlich schnell. Ich holz hier einfach mal einen Baum ab in der Zwischenzeit. Alles klar, Leonie. Danke. So, da bekommen wir natürlich Holz. Holz brauchen wir auch immer. Und was ich auch lange nicht gecheckt habe. Oh mein Gott, Leute. Ich habe das Spiel schon so eine Weile gespielt und habe es nicht gecheckt. Ihr könnt hier nach links gehen. Und ihr könnt da die Straße hochgehen. Und ich habe das so lange nicht gecheckt, dass man hier noch nach links gehen kann. Ich meine, man braucht hier nicht wirklich was. Hier liegt auch nichts. Eine Quest schon. Also einmal muss man hier rüber, um eine Quest zu machen. Aber ich habe das so lange nicht gerafft, dass es hier einfach noch weitergeht. Ich kann auch in den Tunnel. Echt? Nee, oder? Lena, ich gucke das am nächsten Tag, okay? So, aber wir haben jetzt Geisternacht. Geisternacht hat begonnen am Stadtplatz, steht hinter der Cam. Sorry, das seht ihr gerade nicht. Leute, das Event hier in Study Valley, die Geisternacht. Jetzt ist halt die Musik mega leise, oder? Oder hört ihr die Musik? Doch, ihr hört die. So, da sind die ganzen Bewohner von meiner Stadt. Das ist die Mani, da kann man die Tiere kaufen. Das ist ihre Tochter. Die kann man auch heiraten. Das ist die Hayley. Da kann man shoppen. Immer auch zu jedem Event was anderes. Da gibt es einen Funky-Teppich, einen Grabstein kann man kaufen. Eine Kürbislaterne, sehr, sehr süß. Da, die Skelette, die kann man auch töten in der Mine. Die sind auch in der Mine. Geh nicht zu nah an den Käfig. Ach komm.
Und Sebastian ist bis jetzt so the boy of interest auf dem Hof hier. Ich habe Sam schon mal geheiratet auf einem anderen Hof, aber ich habe mich jetzt eigentlich für Sebastian entschieden. Was mir nicht gefällt, ist, dass er raucht, aber vielleicht können wir ihm das noch abgewöhnen. Ich wollte eigentlich vorher ihn haben, aber er ist so gemein zu mir. Einer meiner Iridiumkeulen wurde kurz im Prozess mit dem Teilchen gemacht. Echt? Also, wir kurz im Prozess mit diesem Teil. Ja, voll. Iridium ist das beste Erz, glaube ich, das man so in Stardew Valley haben kann. Dann das ist Caroline. Mit ihr habe ich auch was vor. Ich habe Shane gerade. Aber der ist doch so gemein. das ist Caroline. Auch ein kleiner Pro-Tipp von mir. Freundet euch mit Caroline an. Man kann sie nicht heiraten. Sie ist verheiratet. Sie hat einen Mann, leider. Sie wäre voll cool. Ich würde sie voll feiern. Aber ihre Tochter ist Abigail und Abigail kann man heiraten. Also sie ist auch nicht so in unserem Alter anscheinend. Egal. Freundet euch mit Caroline an, weil von Caroline bekommt ihr, wenn ihr wirklich gut mit ihr befreundet seid, ein Rezept für was mit dem Tee zu tun hat. Mit den, wo man... Also den Tee kann man dann in den Topf pflanzen und dann kann man den Tee auch im Haus anpflanzen und ernten. Ich habe Abigail geheiratet. Sie ist auch voll süß. Und das ist voll wichtig, weil mit Tee kann man so viel Geld machen. Wenn man überall Tee anpflanzt in den Häusern und so, dann kann man da echt viel, viel Kohle machen. Und was man auch immer unterschätzt, man kann Gegenstände auch in der Stadt platzieren. Also ihr könnt den Tee auch dann in der Stadt anpflanzen. Ihr könnt Tee in den Häusern von den anderen Bewohnern anpflanzen. Finde ich mega geil. Und deswegen brauchen wir Carolines Freundschaft. Und ich gebe ihr jetzt jeden Tag ein Eis. Damit sie mich mag. Jetzt kann ich das gerade nicht, weil das Event ist. Aber ich gebe ihr sonst immer ein Eis. Genau. Ihr könnt überall Freundschaft leveln. Wen haben wir noch? Den kann man auch heiraten. Das ist der Elliot. Der ist schon ziemlich kühl. Ja, ja. Ich finde die Musik auch so geil. Gerade auch dieses Event hier ist voll cool. So, was können wir jetzt hier machen? Wir können hier hochgehen. Und da wurde ein Labyrinth aufgebaut. Und da müssen wir uns jetzt durchkämpfen. Und ihr seht schon, das sind andere Leute auch schon, die da versuchen durchzukommen. Also wir sehen schon, hier ist eine Kürbislaterne. Die macht nichts mit uns. Alles gut. Und Achtung, falls ihr dieses... Elliot mag ich gar nicht. Er ist auch ein bisschen arrogant. Falls ihr dieses Event noch nicht gespielt habt, lasst euch von mir nicht spoilern. Ich weiß natürlich die Lösung, die Auflösung, wie man da durchkommt. Ich habe auch lange gebraucht beim ersten Mal, muss ich ehrlich sagen. Hat jemand eine Sackgasse? Harvey? Oh, du hast mich gefunden. Ehrlich gesagt hatte ich zu viel Angst und wollte mich hier verstecken, aber verratet das niemand, ne? Der Humor von Stardew Valley ist auch mega. Finde ich sehr cool. Maru, hier bin ich doch schon mal lang gegangen. Nein, warte. Oh nein. Also die probieren hier auch alle durchzukommen. Seht, das ist auch nicht so einfach. Ja, ja. Oh mein Gott, das sind Hände. Ah, sie kommen aus dem Boden raus. Machen die eigentlich was mit mir? Nee. Ah, aber es ist echt gruselig. So, da ist auch eine Sackgasse, oder? Nee, da geht's weiter. Da kommen wir ja zum Fernseher. Aber da läuft nichts. Aber was war denn jetzt da hinten? Dieses Labyrinth ist natürlich normalerweise nicht da. Das ist jetzt nur wegen dem Event. Wer ist denn da? Die Penny! Die Dämpfe aus diesem Kessel, sie machen mich ganz schwindelig, aber ich kann mich einfach nicht abwenden. Oh. Oh, guck mal. Was ist das? Hat dieses Haus Krähenfüße? Ja. Gar nicht gruselig. So, wir versuchen jetzt uns da durchzukämpfen, weil wir müssen ja irgendwann weiterkommen.
dort drüben ist irgendwas Merkwürdiges, aber ich komme, wie komme ich dorthin? Ich glaube, das ist auch unser Ziel, also da müssen wir hin. Aber wir kommen da nicht hin und ihn kann man auch heiraten, denn Alex, habe ich mir auch überlegt, aber der ist auch sehr arrogant. Der redet eigentlich die ganze Zeit nur über seine Haare. Keine Ahnung. Ja. So. Dann gucken wir mal hier weiter. Da ist die Abigail. Die hat schon ein Stück geschafft. Ich kann nicht weiter spinnen. Oh nein! Oh nein, sie hat Angst vor Spinnen. Da sind sie, die Spinnen. Oh, das ist aber auch eine mega fette Spinne. Also. Eieiei. Aber die tun uns nichts. Die tun uns nichts, Leute. Alles gut. Oh, der Sam. Den habe ich auf meinem anderen Hof geheiratet. Das ist merkwürdig. Hier ist eine Sackgasse. Ja. Da ist eine Sackgasse. Wir kommen hier nirgends weiter. Hier wurden auch irgendwelche Sachen begraben. Gruselig. Da ist auch nichts. Guck mal, man kommt hier nicht weiter. Aber was ist das? Ein Fragezeichen. Da kann man durchgehen. Oh wei. Das hat der Sam noch nicht gecheckt. So, jetzt kann man hier hoch. Und hier rein, durch die Höhle. Und dann, wenn man Glück hat, hier wieder raus, ja. Da sind so gruselige Augen. Wir sind jetzt hier drin, der Alex hat es nicht geschafft. Ein goldener Kürbis. Wir haben ihn gefunden, Leute. Hoppala. Haha, Alex, wir haben ihn. So. Ich glaube, mehr kann man hier gar nicht machen. Aber ich finde das Event einfach so cool, weil man bekommt auch was, wenn man es schafft. Und es ist echt nicht leicht, das rauszufinden, dass man da dann rüberkommt. Auch wenn da das Fragezeichen ist. Man checkt es halt am Anfang nicht. Wieso komme ich da nicht mehr vorbei? Achso, jetzt. So, schwupps. Sam, na, was sagst du jetzt? Ich hätte schwören können, jemand war vor mir auf meinem Weg durch das Labyrinth. Wo ist er oder sie hin? Ja, ich zum Beispiel. So. Ich glaube, man muss da zurück. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Vielleicht habe ich das auch noch nicht gecheckt. I never left. Leonie, einfach mal auf Instagram gucken, aber wir haben heute schon besprochen, nächste Woche gibt es einen 12-Stunden-Stream und da wird 10 Stunden am Stück Animal Crossing gespielt. Einfach up-to-date bleiben, ob es Samstag oder Sonntag sein wird, kann ich jetzt gerade noch nicht sagen, werde ich aber heute oder morgen bekannt geben. Werde ich auf YouTube posten, werde ich auf Instagram posten, werde ich auf Discord posten, also genau, dann weißt du Bescheid. Hab mir Frühstück geholt. Was ist das für ein Spiel? Ich kenne es nicht. Es ist Stardew Valley. Es ist Stardew Valley. Und wir haben gerade das Halloween-Event in Stardew Valley. Ja. Mehr können wir eigentlich nicht machen, glaube ich. Oder? Ich habe das Halloween-Event auch einmal erst gespielt. Also es kann sein, dass ich auch Sachen noch nicht entdeckt habe. Das finde ich auch so geil an Stardew Valley. Man entdeckt so viele Sachen. Auch wenn man dann schon 5 Jahre gespielt hat, habe ich schon von Leuten gehört, die haben immer wieder neue Sachen entdeckt. Und das finde ich so cool an Stardew Valley, dass das eben nicht gleich ausgespielt werden kann. Sondern man immer wieder zurückkommen kann und dieses Spiel ist auch ein Stück weit ein Safe Place für mich, weil es einfach so entspannt ist, schön ist und toll aufgezogen. Also wirklich ein tolles Spiel. Ich habe mich auch ganz, ganz lange, ich gebe das ganz ehrlich zu, ganz, ganz lange gedrückt vor diesem Spiel wegen der Grafik. Und ich weiß, dass einige das von euch auch denken. Mann, die Grafik ist nicht so das, was man sich vorstellt. Vielleicht so. Man möchte eher so eine Animal Crossing-Grafik haben. Oder, weiß nicht, was anderes. Ich weiß, ich habe mir das auch gedacht, aber dann habe ich einmal angefangen. Und ich komme von diesem Spiel nicht mehr weg. Ich komme von diesem Spiel nicht mehr weg. Und man gewöhnt sich so schnell daran und findet das im Endeffekt dann echt cool, dass es so aussieht, wie es aussieht. Also, ja.
5 Kürbislaternen bekomme ich da. Für 750? Ja, ich weiß. Es ist rausgeschmissenes Geld, Leute. Ach so, nee, ich kann mir 5 kaufen, aber habe jetzt... Okay, ich habe nur eine bekommen. Egal. Ich dachte, ich bekomme 5. Wurde schon abgezockt. So schnell geht's. Ich hätte mir auch einfach das Rezept kaufen können und dann hätte ich mir so viel... Ja, egal. Jetzt habe ich mir... Ja, ignoriert das, was ich gerade gemacht habe. Ich weiß, es war blöd. Jetzt gucken wir mal, ob wir da mit jedem gesprochen haben. Linus. Wer hat gerade was wegen Linus geschrieben? Ich finde es voll süß, wie Linus unser... Zauberer da oben stehen. Linus und der Zauberer. Linus ist ein Obdachloser. Beziehungsweise er ist nicht obdachlos, er hat ein Zelt. Wo steht Linus und der Zauberer? Wo stehen die? Da oben? Habe ich die nicht gesehen? Stehen die da oben? Das ist ein Farming-Game, Annika. Also man baut sich da einen Hof auf. Linus und der Zauberer, wenn du im Geheimgang bist, auf dem Weg. Echt? Oh, ich muss das nochmal angucken. Wartet, ich muss jetzt nochmal zurücklaufen. Die stehen da oben? Da ist es doch so dunkel. War voll gruselig. Was machen die da oben? Die beobachten das von der Ferne. Hallo Link! Ach, schön, dich wieder mal im Chat zu lesen. Hi! Wartet, ich muss das kurz begutachten. Wo sind denn die? Da stehen die ja tatsächlich! Aber mir ist so viel Sonne hier drin. Ich muss mal kurz... guckt euch das mal an. Guckt euch die Sonne an. Ballert hier richtig rein. So, deswegen sehe ich den Bildschirm nicht so gut. Also so ähnlich wie Story of Seasons. Ja. Muss nur ehrlicherweise sagen, es ist weit besser als Story of Seasons. das ist meine Meinung, Leute. Meine Meinung, aber ich finde es so viel besser als Story of Seasons. Also, ja. Ja, wirklich. Kann ich nicht anders sagen, also. So, jetzt ist natürlich der Hintergrund ganz verändert, weil hier kein Licht mehr reinkommt, aber jetzt sehe ich den Bildschirm auch besser. So, dann würde ich sagen, beenden wir das Event. Das war das Halloween-Event in Stardew Valley. Ich finde es mega, mega cool. Es ist so schön aufgezogen mit diesem Labyrinth. Das ist ja immer... Also diese Gruseleffekte, die da gemacht worden sind, finde ich einfach sehr cool. Und dass da auch die anderen Bewohner der Stadt auch versuchen, da irgendwie durchzukommen, finde ich sehr süß gemacht. So, Geisternacht verlassen. Ja, machen wir. Die ist natürlich nächstes Jahr auch wieder. Und was jetzt an dem Survivalhof so besonders ist, das zeige ich euch auch gleich. Oh, wartet. Genau. Guckt, da kommt schon eine Fledermaus. Und mit der muss man kämpfen, weil sonst bringt sie einen um. Ja, und dann bekommt man Fledermausflügel. Ist ein bisschen makaber, aber so ist es. So, und ich stelle hier jetzt meine Laterne auf. Einfach, weil es süß ist. So, das ist der Rex. Der schläft hier vorm Kamin. Recht hat er. Da ist es natürlich schön warm. Und wir gehen ins Bett. Und jetzt haben wir bald Winter. Darauf freue ich mich auch schon. Ein bisschen Geld haben wir bekommen von der Schnecke. Hab mir gerade Stardew Valley gekauft, finde es jetzt schon toll. Scharf, ich wünsche dir so viel Spaß beim Spielen. Es ist so, oh, genau 1000 Geld. Müssen wir auch mal schaffen. Ich weiß, es heißt Gold. Die Währung heißt Gold. Aber ich sage immer Geld, weil, keine Ahnung. Es steht G da. Ich sage einfach Geld. Okay? Ich habe mir das angewohnt und ich kann es mir nicht mehr abtrainieren. Das ist halt jetzt einfach so. So. Unsere Maispflanzen tragen nochmal was. Das ist cool, weil es ist bald vorbei mit dem Mais. Bald ist Winter. Dann gehen alle Pflanzen hier ein und man muss neue pflanzen. Beziehungsweise im Winter wächst eigentlich eh fast nichts.
So, einen Brief haben wir auch bekommen. An Kerstin. Hier ein Gemüse aus meinem Garten hinter dem Haus. Du hast vermutlich schon mehr, als du tatsächlich verwenden kannst, aber es kann ja nicht schaden. Caroline. Und genau deswegen freunde ich mich auch mit den Leuten an in der Stadt. Ihr bekommt von denen Briefe und die schicken euch Sachen, was mega cool ist. Caroline hat mir gerade eine Kartoffel geschickt. Hätte was Besseres sein können, muss ich mal ehrlich sein, aber eine Kartoffel mehr ist besser als keine Kartoffel. Also haben wir jetzt eine Kartoffel. Und die wächst eigentlich im Sommer, oder? Nee, im Frühling. Und ich stack die jetzt hier einfach zu meinen anderen Kartoffeln. Ich habe eh nur eine Kartoffel gehabt. Das ist eh cool. Habe ich jetzt eine zweite. Zwei Kartoffeln sind besser als keine Kartoffel. So. Das Blöde ist, was ich gestern vergessen habe. Und das ist oft, man vergisst einfach Sachen und dann braucht man natürlich auch länger im Spiel, also im Spiel, im Voranschreiten des Spiels. Und zwar habe ich vergessen, hier Köder reinzumachen. Jetzt haben meine Krebsreusen nichts. Jetzt kann ich die nicht abernten. Da braucht man nämlich Köder für. Ich habe hier genug. Ich habe es einfach nur vergessen, das Ganze aufzufüllen. Ja. Manchmal vergisst man einfach Sachen. Die Köder kann man herstellen mit Käferfleisch. Käferfleisch bekommt man aus der Mine, indem man Käfer tötet. Ja. Und wenn ihr diese Quest macht, also man kann für die Bewohner auch Sachen besorgen und dann wird man auch bezahlt und so kann man auch Geld verdienen. Und wenn ihr diese Quest von dem Fischer macht, der fragt nämlich mal nach Käferfleisch. Leute, das ist so witzig. Bitte macht diese Quest. Besorgt ihm die, ich glaube, 100 Käferfleisch muss man dem geben. Besorgt ihm das. Ihr schaltet eine Cutscene frei. Es ist so witzig. Es ist so, so witzig. Kommt mir bekannt vor, das mit dem Geld hatte ich mal zum Spaß geschrieben. Voll. Von YouTube, ja. Daran kann ich mich auch noch erinnern, Mona. Ich muss mein Auto am Freitag in die Werkstatt bringen und muss jetzt bestimmt 2 Wochen darauf verzichten und muss dann mindestens 2000 zahlen. Oh nein. Weiß ich, woher ich das Geld nehmen soll und wie ich 2 Wochen ohne Auto klacke. Oh, das ist voll kacke. Bosch. Ah. Wenn man so auf dem Auto auch angewiesen ist. Ah, nein, Annika, ich hoffe, alles geht gut. Boah, das ist richtig blöd. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Goldkürbis machen kann. Ich guck mal, was steht hier. Er ist wertvoll, hat aber sonst keinen Nutzen. Okay, also man könnte ihn verkaufen. Ich werde ihn jetzt trotzdem mal aufheben. Und ich habe jetzt zwar kein Geld, das ist blöd, weil ja die Frau da unten da ist und die hat wahrscheinlich was ich brauche. Ich habe jetzt nur 1000, aber wir gucken jetzt einfach mal runter. Vielleicht hat sie eh nichts für uns. Vielleicht hat sie eh nichts, aber vielleicht hat sie eben schon was. Das weiß man immer nie. Sie ändert ihr Sortiment sehr oft. So, guckt, da steht sie jetzt mit ihrem Schwein. Und das sieht aus wie das Spider-Schwein von Simpsons. Und es macht Geräusche. Hört mal. Ja. So, die steht eben da, immer Freitag und Sonntag. Und hat vollkommen überteuerte Sachen. Also wirklich sowas von überteuert. Eine Wurzelplatte für 500. Und große Milch. Da seht ihr zum Beispiel schon, ich brauche eine große Milch. Weil ich möchte nämlich auf diesem Hof das Gemeindezentrum freischalten und nicht den Joja-Konzern unterstützen. Das ist auch so ein Ding, eine tolle Story von Stardew Valley. Wir beginnen nämlich das ganze Spiel, indem man in dem Konzern arbeitet und man hat so eine Art Burnout und dann hat man eben einen Brief von seinem Großvater bekommen und das ist so unser letzter Ausweg, dass wir rauskommen aus diesem Trott von einem Joja-Konzern. Wir saßen da in einem Büro und haben da Tag für Tag gearbeitet und so beginnt man das Spiel und dann kommt man eben an diesen Hof an und da ist aber auch der Joja-Konzern und wir können uns jetzt entscheiden dafür, den Joja-Konzern zu unterstützen oder eben nicht. Und ich habe mich dazu entschieden, den nicht zu unterstützen. Und deswegen möchte ich das Gemeindezentrum freischalten und erneuern. Das kann ich. Ja,
und nicht das Gemeindezentrum zu einem Joja-Lager umbauen lassen. Genau. Da kann man selber die Entscheidung treffen, was ich sehr, sehr cool finde. Und da brauche ich jetzt eben eine Milch, glaube ich. So wie das Entenei. Da kann man auch immer nachgucken. Ihr müsst jetzt nicht zurücklaufen zum Gemeindezentrum und gucken, was ihr braucht. Da muss man nämlich, um diese Räume wieder aufzubauen, muss man hier Sachen spenden. Und da seht ihr zum Beispiel, da fehlen mir noch ein paar Früchte oder eben das Trüffelöl. Ich glaube, sie hat den Trüffelöl, oder? Oh, aber ich kann das gar nicht alles kaufen, was ich jetzt hier brauchen würde. Von den Fischen brauche ich auch noch extrem viel. Das ist echt der schwierigste Raum. Meiner Meinung nach, weil... Hoppala. Also das fällt mir richtig schwer mit den Fischen. So, ich brauche im Heizraum, brauche ich nur mehr dieses rote Quarzding. Aber ich finde es nicht. So. Nee. Nein, die Sonnenblume wächst leider nicht mehr. Habe ich verpasst. Trüffel bekommt man von den Schweinen. Spiegelei, Makirolle, Straußfarn. Äpfel habe ich schon gepflanzt. Kommt aber erst nächsten Herbst leider. Habe ich echt verpasst, dass ich da einen Apfelbaum pflanze. Das war mein Fehler. Hasenpfote, Granatapfel. Nee, da hat sie eh nichts da gerade. Nee, da brauche ich nichts. Da hat sie nichts. So, Speisekammer. Nochmal da gucken. Da ist eben das Entenei. Und da brauche ich auch die Milch. Guckt. Die hat sie. Die Milch, großes Ei, Ziegenmilch. Okay. Also sie hat eine große Milch. Die brauche ich mal. Und das Trüffelöl kann ich mir nicht leisten. Guck mal, wie teuer das ist. Das ist viel zu teuer. Ah, was ich hätte es da gehabt. Nein. Ich hätte mehr sparen sollen. Läuft das Spiel in Echtzeit wie Animal Crossing? Nein. Nein, nein, nein. Nein. Ich glaube, ein Tag dauert 10 Minuten oder so. So circa. Je nachdem, wie viel Zeit man in so einer, jetzt hier verbringt, da bleibt die Zeit stehen. Also ihr seht oben, steht ganz, ganz oben rechts, steht 10.40 Uhr. Genau. Iridiumbahn braucht man nicht. Wäre auch viel zu teuer gewesen. Komoda ist aber schön, die hätte ich auch gern gehabt. Naja, Pech gehabt, nicht genug Geld. Aber ich zeige euch jetzt mal das Gemeindezentrum. Da wandern wir jetzt mal kurz hin mit unserem Pferd. Da wohnt die Mani. Da kann man Kühe kaufen und andere Tiere kaufen. Hühner, Enten, Ziegen, Schweine. Simona, vielen, vielen Dank für ein Geschenksub. Ja! Mir wird das so klein angezeigt, sorry. Vielen, vielen Dank, Simona, für ein Geschenksub an Annika. Dankeschön. Danke, freut mich sehr. Die reden auch miteinander, finde ich auch süß. Ah, guck mal. Das ist der Bürgermeister. Das ist Louis. Louis, der Bürgermeister. Ja, er zwingt mich immer, nur das Beste zu geben. Oh. Ah, da gestern eine Veranstaltung war, habe ich euch das am Strand nicht zeigen können. Das ist auch ein... Oh, ich kann euch voll viele Tipps schon geben. Bin voll stolz auf mich. Samstag ist der beste Tag, um an den Strand zu gehen. Ich zeige euch gleich, wieso. Aber wir gucken erst vorher noch ins Gemeindezentrum. So. Das ist das Gemeindezentrum. Und das ist eine Ruine fast schon. Und wir wollen das jetzt aufbauen. Und deswegen spenden wir die ganzen Sachen. Ich will hier jetzt kein Eis spenden, sondern ich möchte hier... Ja, und das sind diese Dinger. Und die Dinger hier, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißen. Ich auch bei YouTube. Ich habe immer Probleme, wie die heißen. Churimos, irgendwie so. Die bauen das auf für uns. Wir spenden denen was und die sind dann glücklich und dann machen die alles wieder hübsch. Genau. Und es ist aber so süß, wenn man ein Bündel fertig hat und ihnen das so abgibt, sozusagen, bekommt man eine Belohnung dafür. Und dann kommt da ein so ein Churimo und nimmt dieses Bündel und dann wandert er in die Höhle und trägt dieses Bündel weg. Das ist so süß. Jedes Mal die Animation. Einfach nur toll. So eine süße Animation. So, wo war denn das jetzt? Oh, ich bin falsch. Ich muss darüber gehen.
Das ist eben die Höhle. Und dann kommen die Churimos und die tragen dann dieses Bündel da rein. Es ist so süß, jedes Mal wieder. So, genau, da wäre das Trüffelöl gebraucht worden. Aber man sieht schon, wir haben hier mehr Optionen, als wir abgeben müssen. Also da kann man auch ein bisschen aus, teilweise. Ich brauche jetzt nur mal ein großes Ei und irgendwas von dem hier. Da ist es dasselbe. Da habe ich jetzt so viele Sachen, die ich noch abgeben könnte. Theoretisch muss aber nur mehr 3 abgeben, um das abzuschließen. Also je nachdem, was man halt dann hat, kann man hier abgeben. Ich habe halt noch nichts. Aber ich habe Aprikosen gepflanzt, ich habe Äpfel gepflanzt und ich habe auch eine Kirsche gepflanzt. Und wir können theoretisch einfach auch eine Ziege holen und Ziegenkäse machen. Und eine Kuh holen und Käse machen. Genau. Das wäre theoretisch auch möglich. Dann müssten wir nicht bis Herbst warten. Das hier habe ich auch fast abgeschlossen. Das können wir heute machen. Ja, weil ich brauche nur mehr die Wintersachen und es ist bald Winter, also können wir das heute schon abschließen. Dann haben wir den ersten Raum vom Gemeindezentrum fertig. Das ist cool, dann machen wir das gemeinsam. Ja, das ist cool. Ja, ja, voll. Also das gefällt mir gerade. Dann können wir das heute abschließen. So, dann... Übrigens heißt mein Pferd Miles, weil Miles auf Deutsch Krieger bedeutet. Oder Kämpfer. Ist ja eigentlich dasselbe. Deswegen heißt mein Pferd Miles, weil es ist der Survival-Hof. Jetzt muss mein Pferd auch ein Krieger sein. Belgisch Yannick, danke für dein Follow und herzlich willkommen. So, dann haben wir hier das hier. Da wollen die immer Sachen von uns. Lilly! Danke für deinen Sub. 6 Monate. 6 Monate. Danke für dein halbes Jahr. Oh mein Gott, vielen, vielen Dank. Happy 2 years and my 6 months. Wuhu! Virtuelle Umarmung. Ganz herzlich virtuelle Umarmung. An Lilly. Oh, fühl dich gedrückt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Lilly. Danke. 6 Monate. Ein halbes Jahr schon wieder. Es ist irre. So, hier sehen wir, Pierre möchte eine Seegurke über den Kamin hängen. Warum auch immer. Die Leute haben die verrücktesten Sachen wollen die von einem. Ich hatte auch mal jemanden, der wollte sich irgendwas auf die Zehennägel legen. Ganz weirde Sachen wollen die Leute hier. Also wirklich verrückt. Hier gibt es auch einen Saloon, da kann man Bier trinken gehen. Ich finde einfach den Humor toll von dem Spiel, okay? Hier gibt es die größeren Sachen, die man erledigen kann. Da habe ich eben auch das mit dem Käferfleisch her. Da möchte der Gast zum Beispiel 2 Dutzend Eier. Kann ich ihm nicht geben. Ich habe kein Huhn. Das geht nicht. Das klappt nicht. Und das andere ist ein Tag schon vorbei. Ich suche extrem selten mächtigen Schleim. Nee, habe ich nicht. So, hier geht's an den Strand. Und da empfehle ich euch immer samstags hinzugehen. Weil man kann am Strand Sachen sammeln. Und heute ist aber Sonntag. Und das ist blöd, weil Sonntag resettet der Strand jedes Mal. Und dann liegen hier keine Sachen rum, also nur so selten. Guck, eins haben wir gefunden. Und das ist am Strand eben besonders. Es ist nur am Strand so, Leute. Nur am Strand. Oben bei den Früchten gilt das nicht. Am Strand bleiben die Sachen liegen, auch wenn ihr schlafen geht. Bis zum Samstag. Samstag ist der letzte Tag, an dem ihr am Strand Sachen sammeln könnt, bevor das resettet wird. Das heißt, auch am Samstag wird dort das meiste Zeug rumliegen. Ihr müsst nicht jeden Tag zum Strand gehen, um die Sachen einzusammeln. Eben nur am Samstag, weil da alles da ist. Und am Sonntag resettet das. Und wie ihr seht, habe ich jetzt nur ein Ding gefunden. Und das ist traurig. Aber ja, können wir nicht ändern. Da kann man angeln. Da kann man Fisch verkaufen. Da kann ich auch meine Koralle verkaufen direkt. Dann habe ich heute schon ein bisschen mehr Geld. So, bitteschön. So. Ja, das Spiel ist so süß. Ich liebe es einfach. Stardew Valley ist so ein tolles Spiel. Es ist einfach der Wahnsinn. So, und es gibt so viele Geheimnisse zum Aufdecken, Leute. Oh mein Gott. Man kann auch noch die Calico-Wüste freischalten. Das macht man auch mit dem Gemeindezentrum. Das habe ich alles noch nicht freigeschaltet gehabt, weil ich so weit noch nie gekommen bin. Ich habe einfach immer wieder einen neuen Hof angefangen. Ich weiß, voll blöd, aber... In Calico-Wüste können wir eben auch freischalten.
Dann, Görke, vielen Dank für dein Prime-Sub. 5 Monate, liebe Grüße gehen zurück an dich, Görke. Vielen, vielen Dank, Dankeschön. Ach, 5 Monate auch schon wieder, danke. Dankeschön. Ah, wo war ich gerade? Ach ja, also wir können auch echt viele Sachen noch freischalten in diesem Spiel. Da oben rechts seht ihr zum Beispiel, hier, das Fragezeichen, weil ich das noch nicht freigeschalten habe. Das muss ich auch im Gemeindezentrum, wenn ich einen Raum fertig habe, dann wird das freigeschalten zum Beispiel. Hier drüben, geheime Wälder. Ist euch das schon mal aufgefallen? Lasst euch von mir jetzt nicht spoilern, die habe ich schon freigeschalten. Geheime Wälder sind auch sehr interessant. Aber da kann man auch was freischalten da drüben. Und eben auch da, hier ist auch Fragezeichen, da ist die Calico-Wüste, die kann man auch freischalten. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Ach, Mona. ja, da ist unsere Farm. Da ist das Spa. Das ist auch interessant. Da habe ich auch irgendwie noch nicht gecheckt, für was das da ist. Keine Ahnung, für was dieses Spa da ist. Da kann man schwimmen gehen, aber sonst kann man da nicht recht viel machen. Genau. Da ist auch der Arzt. Man kann, wie Terrorbrezel vorher schon angeteasert hat, man kann umkippen. Wenn man zu lange wach bleibt oder wenn man sich verletzt in der Mine, kann man umfallen. Und ja, dann gibt es hier den Arzt. Soll ich das Spa erklären? Ist es was Geheimnisvolles, was man freischalten kann? Dann nicht. Aber falls ich einfach das nicht gecheckt habe und das einfach einen Nutzen hat, ja, dann schon. Aber wenn es irgendwas Geheimnisvolles ist, dann eher nicht. Wie lange meinst du, streamst du noch heute? Ich weiß nicht, eine Dreiviertelstunde circa. Ich möchte jetzt noch ein bisschen spielen. Ich möchte noch den Winter anfangen. Dann möchte ich das noch freischalten. Ich denke mal, so eine Dreiviertelstunde spiele ich noch, ja. So, ich würde auch jetzt direkt wieder schlafen gehen, weil wir können heute eh nichts mehr machen. Ist schon zu spät. So, bisschen Geld haben wir auch wieder bekommen. Tag 1 im Winter, Leute, yay! Wir haben Winter. Die Musik ist jetzt anders. Und Achtung, es sieht komplett anders aus, Leute. Oh mein Gott. Oh, ich liebe das, wenn die Jahreszeit sich wechselt. Oh, wir haben Winter. Wow. Oh, ich liebe es. Es ist natürlich das ganze Gras weg, aber ist egal. Oh, hoppala. Hier alles abräumen. Ey, Grosser, das ist ja eine süße Nachricht. Danke dir. Ich spiele gerade endlich wieder Ark und bin gerade am Vorbereiten für den zweiten Bosskampf. Ich habe noch immer keinen Bosskampf gemacht in Ark. Ich weiß nicht. Ich mache einfach immer nur mein Ding. Ich spiele das Spiel einfach ein bisschen anders. Der Winter ist schön. Ja, voll. Also in Stardew Valley ist alles schön, Leute. So, den Müll haben wir direkt mal wieder hier rein. Bekommen wir wieder schöne Sachen raus, die wir brauchen können. Restlichen Müll packe ich hier mal ein und die Schnecken verkaufe ich. Oh, meine Kürbislaterne ist kaputt. Oh, die hat ja nicht lang gehalten. Schade. Oh, jetzt ist sie matsch geworden. Voll viel Geld umsonst ausgegeben. Das sind übrigens Früchtebäume, die wachsen jetzt hier. Und da ist Rex und Rex hat kein Wasser. Ich vernachlässige Rex voll. Also ich vergesse immer Wasser hier einzufüllen. Es tut mir auch mega leid, aber... Ist euch das schon mal aufgefallen? Finde ich mega süß. Guckt euch Rex jetzt an. Rex steht... Mach Sitz. Rex, mach Sitz. So. Achtet auf Rex, was er macht, wenn ich näher komme. Achtung.
Habt ihr es gesehen? Jetzt sitzt er wieder nicht. Was sitzt? Was sitzt? Sitz! Mann! Ach, Rex, komm! Ja! Er macht dieses Schwanzwedeln. Ich finde das so süß gemacht. Das fällt einem eigentlich nicht auf, aber so, das Silo ist jetzt fertig. War ein bisschen ungünstig, aber sein Schwanzwedel so niedlich. Ja, voll. Ja, ist es so süß. Ich weiß, es ist so eine Kleinigkeit, aber ich liebe diese Details zum Spiel. Das ist einfach so schön. So, hier habe ich noch meine Pilzis. Die kann ich auch ernten und verkaufen. Ich liebe einfach das Detail. Wenn so Spieler so ganz kleine, süße Details haben. Ich liebe das. Und das ist bei Stardew Valley so oft. Es gibt so oft so kleine Sachen, die ich dann nach einer gewissen Zeit erst entdecke. Und dann freue ich mich darüber voll. So, die Trainer nehme ich mit. Die schenke ich nämlich Sebastian. Da haben wir auch schon Müll. Das ist gut. Ich habe Stoff rausbekommen. Sehr cool. Ich kann auch schon die Nähmaschine von... warte mal, wer hat die Nähmaschine? Abigail? Hat Abigail eine Nähmaschine? Oder war das Hayley? Nee. Wer hat denn die hier Nähmaschine? Oh, wenn das jemand von euch im Chat weiß, schreibt mir das mal kurz rein. Weil man kann auch Sachen dann herstellen. Also nähen. Also Klamotten nähen. Was ich sehr cool finde. Emily! Emily hat die Nähmaschine. Okay. Die kann ich nämlich benutzen. Oh! Oh! Oh, oh, oh. Das ist auch so ein Geheimnisding von Stardew Valley. Habt ihr das gesehen, dieses Viech? Was auch immer es war. Es ist da gerade lang gelaufen. So, die brauche ich fürs Gemeindezentrum. Sammle ich direkt ein. Was war das, Leute? Wir müssen ihm folgen. Guck mal. Hat es da Fußstapfen hinterlassen? Ist es da lang gelaufen? Da sind noch mehr Fußstapfen. Wir müssen dem nachgehen. Es ist über den Brunnen gelaufen. Da geht's weiter. Weiter. Und da hören die auf. Die Fußabdrücke. Was sollen wir tun? Was war das? Ich habe es ja nicht schreiben dran. Das war, wenn ich das genehmige, ist das okay. Es hat ja vollkommen einen anderen Kontext, deswegen kann ich es genehmigen lassen. Es ist ja eigentlich ein normales Wort, Leute. Aber ist okay, wenn du das nicht schreiben wolltest, Mona. Christina Marie, danke für dein Follow. Ich glaube, wir stupsen den Busch mal an, oder? Hallo! Ein Schattentyp. Huch, du hast mich erwischt. Es tut mir leid. Nimm es, nimm es. Es sah wertvoll aus, deswegen konnte ich nicht anders... Hat mir das Schattending was geklaut? Du hast die Lupe erhalten. Jetzt bist du in der Lage, geheime Notizen zu finden. Diese Notizen enthalten seltene und nützliche Informationen. Du findest sie im Kollektionstab. Sehr cool. Tschüss, Schattentyp. Danke. So, jetzt haben wir... Wo war das? Also da kommen dann, wenn wir eine Notiz finden, kommt da eine Notiz. Ich lieb's, wie du das so nichts ansagst und die Spannung aufrecht hältst. Es ist einfach so süß, weil solche Sachen passieren in Stardew Valley einfach immer wieder und du denkst ja so, oh mein Gott, was ist da? Und dann da bleibt man einfach so gerne im Spiel drinnen. Das ist einfach so schön. Das ist gerade einfach der perfekte Vorführeffekt jetzt, dass das auch passiert ist. So, und ich gucke gerade nach Sammelobjekten, die einfach irgendwo zufällig spawnen im Winter. Die brauche ich nämlich für das Gemeindezentrum, also das hier zum Beispiel. Und das hier. Es sind jetzt immer dieselben, das ist blöd, weil es gibt auch andere. Kristallfrucht hat ja auch einen geilen Namen.
So, da ist nix. Aber der Winter ist so schön auch hier. Und das Ding ist, das Ganze ist nicht Echtzeit. Also wenn ihr die 28 Tage Winter nicht aushaltet, dann könnt ihr einfach 28 Mal ins Bett gehen und dann müsst ihr den Winter nicht spielen, wenn ihr Winter nicht mögt. So wie in Animal Crossing. Dann habt ihr keinen Winter. Aber ja, hier geht das halt. So. Hast du dir das mit dem Spa... Nee, ich habe das mit dem Spa nicht durchgelesen. Danke nochmal für den Hinweis, Lene. Also, ein Geheimnis zum Freistand ist es nicht. Nur der Nutzen. Wenn man in das Spa geht, kann man sich dort erholen. Wenn man im Wasser ist, füllt sich die Energie erst wieder auf. Ah, echt? Wie geil. Okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber das ist praktisch. Das ist echt praktisch. Also, da oben ist das Spa. Und da fährt euch auch teilweise ein Zug durch die Stadt. Das ist auch noch so ein bisschen geheimnisvoll. Keine Ahnung. Da ist das Bad, dann kann man eben baden gehen. Aber sehr cool, Lene. Das ist hilfreich. Das ist sehr hilfreich. So, da sind auch noch so Würmer. Habe ich auch ganz spät erst gecheckt, dass man da draufhauen kann. Und dann sicher irgendein Teil rauskommt. Wer war da gerade? Ach, der Alex. Der war im Spa. Der hat sich erholt. Aber hier ist nicht so viel gespawnt. Schade. Ich mache die Bosskämpfe auch nur auf Fjordur, weil man diesen Fenrir-Sulfur bekommt. Also dieser große Wolf und ich will halt jede Kreatur mindestens einmal haben. Ah, okay, ja. Verstehe ich. Das sind auch so Würmer. Maya, bye bye. Schön, dass du da warst. So, Achtung, geheime Wälder-Spoiler. Ich gehe jetzt in den geheimen Wald. So. Das wollte ich euch auch noch sagen. Das sind eben diese Slimes. Die sind auch in der Mine. Und die sehen zwar voll süß aus, aber die tun einem weh. Böse Slimy. Also muss man die auch töten. Wenn man nicht sterben möchte. So. Oh je. Aua. Aus, Davy, aus. Oh, es ist schon wieder Abend. Oh Mann. Da könnte man jetzt Hartholz farmen. Die spawnen auch jeden Tag neu. So. Ich ignoriere jetzt die Slimies einfach. Geangelt habe ich hier noch nicht, aber ich glaube, dass hier Angeln sehr cool ist. Also, dass man da sehr viele Sachen findet. Aber habe ich tatsächlich noch gar nicht gemacht. So, es ist jetzt doof, dass es schon wieder Nacht ist, weil ich wollte ja noch sammeln. Ich habe ja noch fast gar nichts gefunden. Aber es ist auch wenig hier. Da kann man auch... Ah, das ist ja auch witzig. Das habe ich nie so richtig verstanden, der mit den Hüten. Also da ist eine Katze und die verkauft Hüte. Ich meine, die Hüte sind cool teilweise. Sehr, sehr teuer auch. Ich glaube, ein Hut kostet ein Tausender. Ja, genau. Da kann man echt süße Sachen auch kaufen von dem Gänseblümchen. Hat auch immer verschiedene Sachen. Aber ich habe jetzt den einen Hut gekauft, aber mehr brauche ich eigentlich gerade nicht. Da ist auch ein Geheimnis, das man noch lüften kann, was ich auch noch nie freigeschalten habe. Und zwar hat das was mit diesem Rohr hier unten zu tun, mit diesem Abflussrohr. Habe ich aber auch noch nie freigeschaltet. Also auch da bitte nicht spoilern. Da muss man sich auch mit jemandem anfreunden, um das hier, dieses Geheimnis hier zu lüften. Also generell immer wichtig, mit den Bewohnern zu sprechen und einfach Freundschaft aufzubauen. Es ist eine Maus.
Es ist eine Maus? Das ist doch eine Katze. Also. Hä, echt jetzt? Das wäre mir neu. Das sieht doch aus wie eine Katze. Für mich ist das eine Katze. So, ich finde hier nichts mehr. Das ist ja doof. Vielleicht habe ich morgen mehr Glück. So, Achtung, Monstergefahr. War es heute nicht so schlimm. Vielleicht im Winter auch gar nicht so schlimm. Ich weiß es gar nicht. Mein erster Winter hier auf der Map. Rex ist auch schon am Schlafen und wir gehen auch ins Bett. Ich meine auch, dass es eine Maus ist. Echt jetzt? Oh Mann, ich dachte, es ist eine Katze. Ups. Upsi. Ich war halt wirklich der Überzeugung, dass das eine Katze ist. Ich habe das auch noch nie hinterfragt, also. Oh je. Oh, noch ein Brief. Oh, ich muss jetzt endlich mal das hier wegmachen. Welkende Pflanze. Ah, okay. Hey Kerstin, wollte dich nur über einen neuen Artikel informieren, den ich anbiete. Er wird als Holzhackmaschine bezeichnet. Du kannst damit Hartholz und mehrere Stücke normalen Holzes zerkleinern. Ich weiß, dass Holz im Winter schwer zu bekommen sein kann, also wenn dein Vorrat knapp wird, überleg dir einen anzuschaffen. Okay, habe ich jetzt eigentlich nicht vor. Ich habe eine kleine Herausforderung für dich. Fang mir einen Tintenfisch. Du kannst sie nachts aus dem Ozean fischen, allerdings tauchen sie nur im Winter auf. Okay. Ja, versuchen wir. Vielleicht klappt es ja. Das Ding ist, ich könnte zwar schon was anpflanzen. Ich gucke jetzt aber auch heute mal zu Piers. Der hat immer Samen für uns. Mal gucken, ob er was hat, was wir brauchen können. Aber das ist halt auch das Coole. Das Spiel hat super viele Ideen und Interpretationsfreiraum. Oh ja, das stimmt. Also ich habe jetzt in dem Tier eine Katze gesehen. Ne, Süßkartoffel. So, jetzt gucke ich mal, was brauche ich denn zum Sammeln hier? Echt, dieses lilane Ding brauche ich noch. Was Lilanes, Leute. Das brauchen wir noch. Muss irgendwo sein. Irgendwo ist das. Stimmt. Ich finde auch so süß, wie die Häuser hier schon dekoriert sind, weil ja Winter ist. Alle Häuser. Bis auf der Saloon, der hat sich nicht dekoriert. Aber da ist dekoriert. Sogar der Wohnwagen ist dekoriert. Und oh mein Gott, Leute, ihr könnt so viel in diesem Spiel später noch machen. Auch wenn ihr schon einen super tollen Hof habt. Es geht weiter mit den Quests. Und man kann den Bewohnern dann auch helfen. Ich will jetzt hier auch nicht spoilern, weil ich weiß zum Beispiel was man machen kann. Also, man kann einfach den Bewohnern Gutes tun, wenn man möchte. Man muss natürlich nicht, aber wenn man möchte. Was war das? Hä? Das war der Vogel. War gerade irritiert, sorry. Also, man kann echt super coole Sachen hier machen. So, Grüße. Aber ich brauche 2 Dutzend Eier. Ach nee, ich habe keinen. Nein. Es ist eine Menge Müll im Wasser. Warum fischen wir nicht ein bisschen heraus, um das Tal zu verschönern? Ja, aber wie viel? Können wir machen, Linus, aber wie viel? Ich habe den Auftrag jetzt mal angenommen. 20 Sachen. Okay, das geht. Wir müssen sowieso fischen. Ich weiß nicht, ob das mit den Krabbenreusen auch zählt, weil die fischen ja auch was raus. Also Müll. Da ist der Schmied und die Bibliothek. Aber ich suche eigentlich gerade nach diesem lilanen Ding. Ah ja, und da ist der Joja-Konzern. Der Joja-Markt. Da kann man auch einkaufen. Also guckt, kann man hier hinlaufen, kann Sachen kaufen. Aber das wollen wir nicht. Und der Typ will uns hier reinziehen. Der will, dass wir eine Mitgliedschaft machen, aber wir wollen das nicht. Ich will das nicht. Also tun wir es auch nicht. Was du gerade meinst, ist mein nächstes To-Do. Darauf freue ich mich schon voll. Oh ja, Lene. Bist du schon so weit? Das ist so cool. Ah.
Schön. Ich brauche dieses lilane Ding. Aber hier ist nichts. Auch da voll süß dekoriert. Mit einem Schneemann davor. Süß. Ja, das Spiel ändert sich dramatisch, wenn du einen Joja-Konzern-Mitgliedschaft machst, ja. Also, ja. Und wenn du keine machst, auch. Aber das ist halt, das wollen wir hier nicht spoilern, was dann passiert. Man muss sich selbst... Oh ja! Ja! Krokus! Yes! Wir haben Krokus. Also, das Spiel ändert sich. Ja. Oh, Annika! Danke für dein Prime Sub! Dankeschön! Vielen, vielen Dank. Danke, Annika. Es freut mich, dass du hier mit dabei bist. Das ist übrigens die Mine. Ich zeige euch mal, wie weit ich schon bin. Ich bin Level 85. Ich bin stolz drauf. Im Jahr 1 Level 85, aber ich sterbe einfach immer wieder bei Level 85. Also ich komme noch nicht weiter runter. Ich muss mir noch ein paar bessere Waffen zulegen und ein paar bessere Ringe. Ich habe hier einen robusten Ring, halbiert die Dauer von negativen Statuseffekten und einen Magnetring zum Aufsammeln von Sachen. Aber ich glaube, ich brauche einfach noch ein bisschen bessere Sachen und ich mache auch alles mit der eisernen Klinge. Ich hatte mal eine bessere, dann bin ich gestorben und dann habe ich sie verloren. War sehr traurig, der Tag, an dem das passiert ist. Das ist der Linus übrigens. Nein, ich bin nicht gekommen, um mich über dich lustig zu machen, Linus. Das verstehst du falsch. Ja, also ich habe schon mal eine Waffe gehabt. Das war diese Alien-Klinge oder was das war. Die war gut, aber ich habe sie verloren. Ja. Am Laptop funktioniert es. Oh ja, cool. So Leute, der Tag der Tage ist gekommen. Wir schalten den ersten Raum frei. Und ich freue mich, dass ihr bei diesem Moment dabei seid. Das ist toll. Ah ja, wie cool. So. Da hast du. Und eine Wurzel. Und ein Krokus. Bitte komplett! Ja! Okay, das heißt, der ganze Handwerksraum ist fertig. Wir bekommen eine Belohnung. Wintersaat, sehr cool. Können wir gleich anpflanzen. Oh. Wir sind die Chunibos, Hüter des Waldes. Wie cool. Ja. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, wenn ihr Stück für Stück eben die ganzen Bündel komplett habt, dann schaltet ihr alle Räume frei und ich weiß nicht, was zum Schluss passiert. Aber ich freue mich schon so drauf, das zu erfahren. Das ist so cool. Wir haben jetzt hier den Handwerksraum freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwas machen kann. Ich glaube aber nicht. Aber es ist toll. Es ist einfach toll. Das kann man jetzt mit allen Räumen machen. Also auch hier. Das haben wir auch bald komplett. Und ich habe noch einen Pro-Tipp für euch. Den kann ich euch zwar jetzt nicht so gut zeigen. Wieso folgt mir jetzt der? Wegen dem Raum? Hä, das habe ich ja auch noch nie begriffen. Der folgt mir ja jetzt. Ach, wie süß ist das denn? Ach Gottchen. Ach Gottchen, ist das süß. Hier haben wir jetzt einen Stern. Okay, einen Tipp wollte ich euch noch geben. Und zwar, es ist halt immer schwierig zu gucken. Ich habe gerade was aufgesammelt und weiß jetzt nicht, ob das im Gemeindezentrum noch gebraucht wird. Und ihr geht einfach auf diese Ansicht zu eurem... also zu eurem Rucksack, nicht zu dem hier, nicht zu dem Herstellungsding, sondern zu dem Rucksack. Und dann wählt ihr die Sache aus, wo ihr euch nicht sicher seid. Jetzt zum Beispiel Stechpalme. Keine Ahnung, ich kann es euch gerade nicht besser zeigen.
Und wenn das jetzt gebraucht wird im Gemeindezentrum, müsst ihr auf dieses Ding hier gucken. Und wenn das dann so macht, so pulsiert, dann fehlt es euch noch im Gemeinschaftszentrum. Wenn nicht, so wie hier, weil ich habe gerade nichts, was irgendwie gebraucht wird, dann wird es nicht gebraucht und dann pulsiert es auch nicht. Genau, das habe ich ja gerade abgegeben. Aber wenn ihr es braucht, dann pulsiert das. Und das ist voll der gute Tipp. Weil er dich lieb hat. Jo. Er hat mich lieb. Er freut sich so. Er sparkelt auch so ein bisschen. Voll süß. So, da haben wir noch nichts. Das müssen wir noch machen. Aber jetzt bleibt er hier, oder? Oh, er freut sich voll. Süß. Ach, ist das süß. Aber er bleibt im Haus, ja. So, jetzt gucken wir mal zu Piers. Vielleicht hat der was für uns. Der Laden ist das. Wir unterstützen Pierre und nicht den Joja-Markt. Deswegen gehe ich auch immer nur hier bei ihm einkaufen, auch wenn... Nee, er ist, glaube ich, sogar günstiger. Glaube ich. Oder ist es von Ding zu Ding unterschiedlich? Ich weiß es nicht. Öl! Cool. Essig hat er auch. Essig hat er auch. Wusste ich gar nicht. Brauche ich Essig? Nein. Hier nicht? Auch nicht, hier auch nicht. Hier auch nicht. Brauche ich Essig? Nee, das war kein Essig. Das war Wein und Eichenharz. Nee. Nee. Okay. Aber er hat eben im Winter nicht so viel. Oh, geile Tapete. So Häuser. Cool, cool, cool. So, er hat eben im Winter nichts, weil man kann hier nicht eigentlich nichts anpflanzen. Bis auf eben diese Wintersamen und die pflanzen wir auch gleich an. Das machen wir heute, weil wir wollen ja, dass das wächst. Und da wollen wir keine Zeit verlieren, weil Winter ist nur für eine begrenzte Zeit. Und wenn wir die zu spät pflanzen im Monat, dann, also in der Jahreszeit, dann verwelken die und wir können die nicht mehr ernten. Das ist dann schade. Genau, so. Pferdchen in den Stall gebracht. So, 30 Felder brauchen wir. Das kriegen wir auch hin. Hoppala. Es gibt auch bessere Sprinkler, das weiß ich. Aber ich wollte halt voll schnell alles bewässert haben. Und da habe ich damals, als ich die platziert habe, die anderen Sprinkler noch gar nicht freigeschalten gehabt. Deswegen sind es die geworden. Und ich bin ganz glücklich mit der Position von denen, also wie ich das drapiert habe. So wird alles gut bewässert. Ich kann trotzdem überall noch hin. Genau. So, Gießen nicht vergessen. Weil die Sprinkler gehen immer nur am Morgen. Und sonst wird das jetzt nicht gegossen werden. Ganz, ganz wichtig. Gießkanne ist leer. Ich habe auch ganz schnell geguckt, dass ich die wichtigsten Werkzeuge verbessere. Also man könnte auch die Gießkanne verbessern und gleich mehrere Felder auf einmal gießen. Aber ich fand die Gießkanne jetzt nicht notwendig am Anfang. Die kann ich jetzt gleich dann verbessern. Ich habe eben auf den Winter noch warten wollen. Ich habe vorher die Axt verbessert. Das ist tatsächlich schon eine Stahlaxt. Ihr braucht eine Stahlaxt, um den geheimen Wald freizuschalten. Also ja, das kann... Da habe ich eben geguckt, dass ich das ziemlich am Anfang mache. Genau. Weil es ist halt bei Stardew Valley so, wenn man seine Axt oder generell ein Werkzeug verbessern möchte, muss man das eine Zeit lang hergeben. Also solange wie der Schmied daran arbeitet, das dauert ein paar Tage, hat man auch keine Axt mehr. Ja. Und da muss man halt mit klarkommen dann. Alles gepflanzt. Schaf, bye-bye. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute da warst. So, es ist eh schon wieder Nacht. Ah, nee. Eins mache ich noch. Und zwar die Krabbenreusen
Die werde ich noch auffüllen. Und die Recycle-Maschine. Dachte gerade, es kommt wer rein. So. Einmal alle auffüllen. Vielleicht zählt das ja zu unserer Quest dazu mit dem Müll. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das noch nie probiert. Das wäre natürlich extrem genial. Wir werden es gleich herausfinden. So. Ist eingepackt. Aber die Monster halten sich im Winter echt zurück. Finde ich gut. So, und das packe ich jetzt erstmal hier rein, damit ich da einfach mal was habe. Das ist auch egal. So. Shadow Girl, hi, willkommen zurück. So, geh mal einfach mit dem Köderfleisch hier ins Bett. Was passiert hier? Hä? Das war nicht normal. Was ist da passiert? Es schneit. Das ist jetzt alles bewässert, das ist gut. Da werden wir gleich hingucken, was da gerade passiert ist. So, wir haben jetzt hier eben die Krabbenreusen. Und ich werde jetzt gleich gucken, ob das was dazu beiträgt. Weil grundsätzlich ist das ja auch Müll rausfischen. Das ist halt nur mit den Krabbenreusen und nicht mit der Angel. So, weiß nicht. Mein Inventar ist voll. Ich muss auch endlich die Erweiterung kaufen. Ich habe erst eine Erweiterung gekauft. Brauche mehr Platz. Hast du dir eigentlich die Abenteuergilde mal genauer angeschaut? Da hat es eine Funktion, die, wenn du in der Mine stirbst, echt Silberzeug kann. Ah, nein. Also ich bin Teil der Abenteuergilde, habe auch schon mal Belohnungen abgeholt. Aber nein. Lene, das hört sich interessant an. Das mache ich. So. Jetzt die Frage vom Tage. Hat das was beigetragen zu unserer Quest? Ja, hat es. Ja, es hat was beigetragen. Ja, geil. Habe ich jetzt eh Köder platziert? Ja. Ja, das ist richtig cool. Das heißt, das schaffen wir so schnell. So schnell, da könnt ihr gar nicht gucken. Ja, jetzt habe ich es selbst rausgefunden, ja. So. Die verkaufen wir wieder. Das verkaufen wir jetzt auch einfach. So. Gut. Dann gucken wir, was da gestern, also in der Nacht, passiert ist, weil ich habe keine Ahnung. Irgendwas haben die Chunimos da oben fabriziert. Wieder ein Buch gefunden. Dragonfire, Hallöchen. Irgendwas haben die da oben gemacht. Was war das? Haben die möglicherweise die Brücke repariert? Kann das sein? Haben die das gemacht? Es ist ein Rätsel, das wir jetzt lüften werden. Ich bin so froh über dieses Pferd, Leute. Es geht einfach so viel schneller. Ich brauche trotzdem noch lange hier hoch, aber es... Oh! Es geht einfach so viel schneller. Guckt euch das mal an. Die haben die Brücke repariert. Oh!
Oh mein Gott, wir können hier rüber. Oh ja. Das war jetzt natürlich, weil wir das erste Bündel komplett gehabt haben. Das war eben die Belohnung dafür. Ja, oh mein Gott, wie cool. Wir haben hier jetzt das freigeschalten. Das ist so cool, weil ihr seht schon, da ist extrem viel Erz, das hier immer wieder spawnt. Und nicht nur das. Dieses Erz ist so wichtig, Leute. Ihr braucht so viel von dem. Kupfererz und Eisenerz, ihr braucht so viel. Nicht nur das. Okay, da ist was Besonderes. Das kann ich gerade noch gar nicht aufmachen. Ah, doch. Oh mein Gott, da war Iridium und Golderz drin. Oh mein Gott. Wir haben hier auch noch eine Mine freigeschalten. Oh nein. Da ist ein Totenkopf davor. Das bedeutet sicher nichts Gutes. Cersei ist eine Reiswaffe. Ich esse, wenn es passt, einen Spekulatius-Keks. Wir können an der Stelle ganz kurz nach unten gehen. Prost, Mona. Ganz kurz. Ich gehe aber gleich wieder hoch, weil ich möchte jetzt nicht sterben. Ein Slimy ist da schon. Ich möchte ehrlicherweise jetzt nicht weitergehen, weil ich habe gerade so viel cooles Zeug hier in meinem Rucksack, dass ich nicht verlieren möchte, weil man verliert immer ein paar Sachen, wenn man stirbt und I don't want this. Ich will gerade nichts verlieren. So, hier hinten haben wir auch was. Außer Betrieb, schade. Schade. Schade Schokolade. Vielleicht können wir das ja mal in Betrieb nehmen. Das wäre cool. WLAN und so ist gerade nicht so toll. Nein! Doofes WLAN. So, also cool zu wissen, dass wir das freigeschalten haben. Ich habe aber jetzt trotzdem was anderes vor. Und zwar... Ach ja. Lena hat gesagt, ich soll mal hier bei der Abenteuergilde vorbeigucken. Wir haben erst 14 Uhr offen. Toll. Okay. Dann nicht! Dann gehe ich hier noch ein bisschen abbauen und dann gehe ich in die Abenteuergilde. Oh, da ist Golderz. Hab ich gerade nicht gesehen, aber da. Golderz. Meine Katze heißt Kiki und mein Pferd Pipo. Ja, cool. Wie lange hast du das jetzt nicht mehr gespielt, Tatze? Also weißt du es noch ungefähr, wie lange? Aber ich finde es so cool, dass ihr auch durch das, dass ich jetzt da ein anderes Spiel streame, ja auch wieder dazu kommt, das wieder neu zu entdecken oder so. Das finde ich einfach toll. Wenn ich sowas höre wie Tatze, hat gerade geschrieben für die YouTube-Zuschauer, habe jetzt auch mal wieder Stardew Valley angeschmissen, wusste gar nicht mehr, dass ich schon 25 Herbst im Jahr 3 bin. So cool. Nini, hi! Schön, dass du da bist. So, jetzt ist die Abenteuergilde schon offen. Und wir haben so viel Kupfererz. Ja, wir sind reich. Ich habe ja mit dir angefangen, wieder zu spielen. Ja, genau das. Es ist einfach schön. So, hi. Objektwiederherstellungs... Das meintest du? Das ist voll gut, Lene. Wieso wusste ich das nicht? Da ist mein Insektenkopf. Ich meine, es ist jetzt auch nicht die beste Waffe, ich weiß es, aber es war einfach die beste, die ich damals hatte. Mit Abstand. Ey, wieso wusste ich das nicht?
geil. Ich habe meinen Insektenkopf wieder. Also, er repariert ihn jetzt. Vielen Dank, Lena. Das war so ein guter Tipp. Wieso wusste ich das nicht? Guckt, und man kann 300 Spielstunden im Spiel haben und das noch immer nicht gecheckt haben. Ah. Oh mein Gott. Ich bin richtiger Stardew Valley-Suchter geworden. Oh ja. Durch meine autistischen Züge habe ich mich da irgendwie richtig reingefuchst und bin da jetzt echt gut dabei mit bewirken Wissen über das Spiel. Voll, 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 voll. Und ich bin auch der Meinung, dass solche Spiele einem so gut tun können. Ich meine, ich habe auch echt Probleme, auch mit Depressionen und so. Und dieses Spiel, also gerade Stardew Valley, hat mir jetzt schon so viel weitergeholfen, muss ich ehrlicherweise sagen. Obwohl ich es erst seit diesem Jahr spiele. Ja, man kann sich einfach so ein bisschen aus der Realität rausziehen. Und ja, das finde ich einfach schön. Es kann einem so viel helfen, so viel Gutes tun, so ein Spiel zu spielen. Ich weiß sehr, sehr viele, die nicht zocken, verstehen das gar nicht. Also auch sehr viele aus meiner Familie verstehen das nicht. Die würden das auch nie verstehen. Ja. So, das ist der Typ, von dem kriegt man Belohnungen, wenn man eine bestimmte Anzahl von den Viechern getötet hat. Ich habe eins schon fertig, Höhleninsekten. Das war das Einzige, das ich bis jetzt habe. Und nur zu dem Zeitpunkt, wenn man was geschafft hat, gibt er einem was. Aber ansonsten hat er nicht wirklich Interesse an uns. Sehe ich genauso mit meinem ganzen psychischen Mist. Ja, also solche Spiele können da echt sehr, sehr viel bewirken. Das finde ich so toll. Und ich finde auch die Animation des Spiels, wie es schneit, richtig, richtig cool. Weil guckt euch das mal an. Es ist so simpel. Es ist so, so, so simpel, wie dieser Schnee vom Himmel fällt. Wenn ihr mal genauer drauf achtet, es sind genau zwei Sachen, die sich bewegen. Einmal kommen Punkte von oben nach unten. Und es kommen Punkte von links nach rechts. Müsst ihr mal genau drauf achten. Es sind so zwei Layer. Einmal Punkte von oben nach unten, einmal Punkte von links nach rechts. Und das ist der Schnee. Das ist die Animation. Mehr ist es nicht. Es ist so simpel und ich finde es einfach so toll. Sieht so gut aus. Ich weiß nicht, warum ich das feiere, aber ich finde es einfach cool, weil es so simpel ist. Feiere ich. Feiere ich mega. Wie bei mir nach der Arbeit zum Spielen angehe ich sehr gerne bei Animal Crossing. Ich finde, das bringt mich immer etwas runter und brauche das. Ja, voll. Ja. Ganz deiner Meinung. Deswegen zocke ich so viel und so lange ich kann. Ja. Ich auch. Also, habe ich mal eine Minute frei, zocke ich. Es ist tatsächlich so. Und stretchen soll ich mir auch. Das mache ich. So. Das tut gut. Ich habe gerade eine Frage von Dr. Dodo bekommen. Per Nachricht. Und zwar lautet diese Frage: Heute Abend Mario Kart. ja, ich hätte schon Bock auf so ein Turnier. Aber ich weiß nicht, ob ich deswegen live gehe. Ich könnte live gehen heute Abend und wir zocken Mario Kart, wenn ihr Bock habt. Ja, so ein Turnier lang. Also es wäre nur ein kurzer Stream, aber wir könnten das machen. Was haltet ihr denn davon? Da ist Leonie am Start. Guckt, musst du einmal Mario Kart sagen und da ist die Leonie wieder. Die Leonie war nie weg, Leute. Die hat nur gewartet drauf, dass sowas kommt. Herrlich. Ich liebe es. Seven vs. Wild ist nicht mehr. Wir reacten nicht mehr auf Seven vs. Wild, leider. Also leider. Ich weiß, dass einige das nicht gern hören, aber wir haben es probiert und wir haben rausgefunden, es ist nichts für uns, The Dragonfire. Nimm es uns nicht übel. Es reicht bei Leonie schon Mario. Das Kart brauchst gar nicht so viel. Ah, herrlich.
Das ist so gut. Ach. Kerstin, habe deinen verlorenen Gegenstand gefunden. Sei beim nächsten Mal vorsichtiger. Oh, danke. Ich habe meinen Insektenkopf wieder. Das hört sich so komisch an. Aber es ist eine gute Waffe. Also für den Anfang war die richtig, richtig gut. Ich habe halt mittlerweile auch die hier gefunden. Die ist auch nicht so schlecht. Ein schweres Breitschwert. Er hat mehr Schaden. Aber da habe ich die kritische Chance erhöht. Okay, ich glaube, ich lasse das hier. Ja. So, wir haben jetzt Iridium-Erz gefunden. Und ich könnte schon ein Iridium-Bahn herstellen. Ich habe schon 5. Das ist toll. Das ist sehr, 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 sehr toll. So, der Krokus kommt hier rein. Also. Sicher live. Okay. Ja. Okay. Gibt es einen spezifischen Grund? Ja. Es ist zeitlich nicht drin. Vor allem mit den Längen der Videos. Und wir haben einfach für uns rausgefunden, es ist gerade zu dem Zeitpunkt noch nichts für uns. Vielleicht kommt es in den kommenden Jahren, dass wir mehr auf Sachen reacten, aber wir haben einfach, ja, rausgefunden, dass es gerade noch nichts für uns ist. Und auch aus zeitlichen Gründen funktioniert es gerade noch nicht, dass wir da auf so ein aufwendiges Projekt reacten, ja. Und wir gucken uns das gerade einfach lieber zu Hause selbst auf der Couch an. Also wir haben es gestern auch schon geguckt, die Folge, die gestern rausgekommen ist. Ja. Bitte nehmt uns das nicht übel. Ich weiß, es wäre cool gewesen. Aber, ja. Wenn Daniel und ich selbst bis 7 Uhr meistens, manchmal wirklich bis 7 Uhr abends arbeiten und dann noch einen Stream anwerfen müssen, zweimal die Woche, um drauf zu reacten. Letztes Mal fast 3 Stunden. Das ist einfach zu aufwendig. Und ich komme dann auch nicht so viel zum Zocken hier auf Twitch, weil ich ja gerade im Moment eh nicht so oft live gehen kann. Das ist auch schade. Es leidet dann auch darunter. Ja. Genau. Ach nein! Ich habe recycelt. Das ist blöd. Ich brauche das Zeug ja noch. Okay, muss ich mir jetzt merken, dass ich nicht mehr recycle, weil ich muss das laut der Quest in die Recycle-Tonne hauen. Muss ich ein bisschen aufpassen. So, Miles, komm her. Dann sitzt du doch bestimmt auch neben Cersei. Ja, ich glaube schon, dass der da auch. Wenn der schon sagt, ich muss live gehen, um mit euch Mario Kart zu spielen, dann muss er auch da live sein, daneben. Der muss dann hier sitzen. Das ist absolut klar. Da kommen da gar nicht aus. Dr. Dodo muss her, ja? Jetzt hat das sich jetzt selbst eingebrockt. Sorry, mein Stuhl knackst. Ich bin dabei, einen neuen zu suchen. Ich möchte mir unbedingt einen neuen Gaming-Stuhl zulegen. Vielleicht auch einen, der ein bisschen gemütlicher ist. Das wäre toll. Einer, der nicht so am Knacksen ist. Aber Mona hat da heute schon auch dazu beigetragen. Vielen Dank nochmal, Mona, für die 2000 Bits. Die werden dann immer so reinvestiert in solche Sachen wie einen neuen Gaming-Stuhl. Das ist sehr, sehr toll. Und ich bin mega dankbar dafür. So, wir haben eine Trommel gefunden. Das heißt, ich bringe die jetzt hier hin. Man kann hier auch ins Museum, also hier ist es in der Bibliothek, spenden. Kann dir nicht die Trommel spenden? Eine Trommel aus Holz und Tierhaut. Sie hat einen tiefen, widerhallenden Ton. Ach so, ich kann selbst drauf trommeln. Okay. Es ist nicht, ich kann es nicht spenden. Genug von mir für alle. Okay. Kann man bei Mario Kart mitmachen? Jeder kann bei Mario Kart mitmachen. Ja. Also das Turnier wird öffentlich sein, ja. Ich gebe euch dann den Code im Stream und dann können wir alle gemeinsam Mario Kart Turnier fahren. Okay? Also wenn du Nintendo Online hast, Dragonfire, kannst du gerne mitmachen. Ist jeder willkommen.
War zwar nicht wegen dem Stuhl, aber bitte gern. Ja, eh nicht. Das kannst du ja auch nicht wissen. Aber was soll ich. Alles, was hier an Bits und Subs und so zusammenkommt. Oh, ich bin gerade durch. Ich bin gerade durch den Stall geglitscht. Echt? Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gecheckt. Jetzt geht's nicht mehr. Jetzt geht's nicht mehr. Guck mal. Bin zweimal durchgeglitscht. Jetzt funktioniert's nicht mehr. Also, das Ganze, was hier in Twitch und YouTube zusammenkommt, wird natürlich reinvestiert in das Setup, in neue Spiele, in einen neuen Gaming-Stuhl, weil das nervt, das hier. Es nervt einfach. Diese Töne. Eieiei. Ich muss immer aufpassen, dass ich mich nicht bewege. Ah. So, was könnte ich jetzt noch machen? Im Winter ist immer so, da kann man nicht so viel machen. Ich könnte fischen gehen. Aber der Typ hat gesagt, in der Nacht sind die Fische... Also kann ich den Tintenfisch fangen, oder? In der Nacht. Das ist halt gefährlich. Das ist gefährlich. Ich lade das einfach mal kurz hier ab. Ich weiß eigentlich... Darf ich das hier nicht abladen? Wieder Chaos. Ich suche dann die Sachen sicher wieder. So. Fieber, Glas, Angel. Genau. So. Den Köder schmeißen wir auch noch rein. Rex, geh weg! Oh, Rex. Habe ich Käferfleisch? Ja. Mache ich Köder draus und dann ist gut. Um wie viel Uhr ungefähr? Wann wäre es dann für euch gut? Ein rostiger Sporn. Gut, dass ich den gefunden habe. 18, 19 Uhr? Hm, ja. Dr. Dodo, du hast gefragt. Also sag du mal eine Uhrzeit. Wann wäre es denn für dich gut? Es ist natürlich Sonntag, zu spät soll es auch nicht werden. Mario Kart habe ich extrem lange nicht mehr gespielt mit euch. Und, oh, da ist was, was wir brauchen. Und das war sowieso wieder am Schirm jetzt, dass wir das wieder spielen. Ich angel mal da drüben. Habe ich noch nie geangelt. Ich habe das nur freigeschalten. Jetzt habe ich halt voll viel Zeug wieder da und kann nicht so viele Fische fangen. Das ist natürlich blöd. Aber guckt, es ist heute Donnerstag und es liegt schon viel mehr am Strand rum als am Sonntag. Weil hier das alles schon liegen geblieben ist. Voll cool. So. Mach mal 18 Uhr. Passt, Leute, dann sehen wir uns heute nochmal. Und zwar um 18 Uhr hier. Ja, cool. So schnell geht's. Sind wir wieder verabredet, Leute. So. Freue mich voll auf Mario Kart. Hab das letzte Mal Mario Kart hier im Stream gespielt. Ich auch! Das war auch mein letztes Mal. Das ist ein einfacher Fisch. Ein Hering. Oh, hier beim Meer ist der Schnee aber schon ein bisschen anstrengend. Von der Grafik her. Eine Sardine. Ich glaube, ich gehe ja zum Strand. Da ist es weniger anstrengend. Bisschen weniger. Schreib mir die Uhrzeit am besten über WhatsApp. Wir müssen jetzt was essen und danach gehen wir spazieren. Okay. Oh, es ist ja schon mega spät. Oh Mann, ich muss ja auch lernen. Ich muss gucken, dass ich nicht zu lange mache. Oh, da ist noch eine Auster. Guckt.
Geh mal kurz zu dem Typen und verkauf die Sachen, die ich gerade am Strand so gefunden habe, weil ich habe nicht so viel Inventarplatz. Ich hoffe, der ist jetzt noch da. Oh nein, 16 Uhr. Oh nein, bitte geh nicht raus. Nein, 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 nein. Ah, er ist noch da. Oh, Gott sei Dank. So, du kriegst von mir einen Hering. Nautilusmuschel. Eine behalte ich mir da aber. So. Sieht gut aus. Ich freue mich jetzt schon, wie ihr Schnitzel lauft, euch beide süß, oder? Ich freue mich auch schon. Mario Kart wird cool. Ich liebe es, mit euch Mario Kart zu spielen. Es ist einfach toll. Ich meine, ich verliere immer, aber das macht doch nichts. Ja, Lilly, ich werde jetzt auch gleich... Oh, 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 das sind Blubberbläschen. Huh. Ich werde jetzt auch gleich ausmachen. Nein. Ja. So, Checkbot. Rotbarbe. Wenn ihr diese Blubberbläschen seht, werft da rein, dann kommen ganz viele Fische. Die beißen dann voll schnell. Und auch bessere Fische. Rotbarbe, neuer Rekord. Guckt, also die beißen direkt an. Das könnte wieder eine Sardine sein oder ein Hering. Ein Hering ist es. Nee, eine Sardine. Da bin ich noch dabei, das rauszubekommen, wie sie sich verhalten, wenn man die fängt. Das kann man auch so ein bisschen voraussagen, wie bei Animal Crossing, was es wird. Das ist auch wahrscheinlich eine Sardine. Ja. Da bin ich gerade so am rausfinden. Am Gefühl dafür bekommen, welcher Fisch welcher ist. Da ist eine Truhe. Ja. 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 Sehr cool. Truhe auch bekommen. Study Valley Stream hat mir Spaß gemacht. Den mir auch. Also wie gesagt, das war auch gerade das einzige Spiel da, wo ich richtig Bock drauf hatte, das hier zu spielen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann machen wir das einfach. Jetzt eine Seegurke, das erste Mal gefangen. Eine Sardine. Nee, ein Hering. Oh Gott, wie viel Platz habe ich denn noch? Noch ein bisschen, das passt noch. Wir wollen ja auch einen Oktopus fangen. Oh, die Blubberblasen halten aber echt lange heute. Da habe ich Glück. Oh, oh, das ist ein anderer Fisch. Oh, oh, oh. Was ist das für einer? Ein Thunfisch! Was willst du, Thunfisch? Du hast die Walfisch. Ah. Rotbarbe. Oh, die Blubberbläschen sind weg. Keine Blubberbläschen. Und noch eine Rotbarbe. So viele Rotbarben. Das ist ja irre. Alles voller Rotbarben hier. Ich hätte gerne einen Oktopus. Den brauchen wir fürs Gemeindezentrum. Oder? Oh, guck mal. Ach,
achtet jetzt darauf, auf dieses Zeichen hier links, auf das Gemeinschaftszentrum-Zeichen, wenn ich über diese Muschel gehe. Guck mal. Seht ihr das? Das zeigt mir, dass ich genau das im Gemeinschaftszentrum brauche. Und das kann ich jetzt bei den anderen Fischen auch gucken. Und jetzt wüsste ich theoretisch schon, was kann ich bedenkenlos verkaufen? Den Thunfisch brauche ich. Den weißen nicht. Das war der Thunfisch. Okay, den Thunfisch brauche ich auch. Die Rotbarbe brauche ich nicht. Also die restlichen könnte ich jetzt eigentlich verkaufen. Aber der Typ hat jetzt schon Feierabend gemacht. Also ja, ist blöd. Ich hätte jetzt noch weiter angeln können, weil in der Nacht natürlich der Oktopus kommt. Aber ich habe keinen Platz mehr. Auch nicht schlimm. Der Weihnachtsbaum ist auch schon da. Schön. Und auf was ihr natürlich achten müsst bei Stardew Valley ist, dass immer nur, wenn ihr schlafen geht, das Spiel gespeichert wird. Man kann das anders gar nicht speichern. Also ihr müsst immer einen Tag komplett zu Ende spielen, um zu speichern. Ansonsten habt ihr das verloren, den Spielfortschritt. Da müsst ihr drauf achten. Das wäre natürlich schade, wenn euch das passieren würde. So. Und immer aufpassen, was ihr verkauft. So, ich verkaufe jetzt das. Das. So. Das kann ich verkaufen. Die Rotbarbe kann ich verkaufen. Die Sardine kann ich auch verkaufen. Den weißen Thunfisch kann ich verkaufen. Den Hering kann ich verkaufen. Sardine, Rotbarbe. Obwohl, die behalte ich mir noch. Vielleicht kann ich da was draus kochen. Und das ist ein schlechter Hering. Ah, ja. Das andere Zeugs behalte ich mir erstmal. Oh, der Rex schläft in meinem Bett. Och, Rex. Was machst du denn? Jetzt habe ich gar keinen Platz mehr. Oh. Wenn die Haustiere den ganzen Platz im Bett aufbrauchen. Wer kennt's nicht? Aber wir haben sie alle lieb. So, ordentlich Kohle gemacht. Yes. Ich arbeite noch immer darauf hin, dass ich den Tee anpflanzen kann. Das ist so mein Ziel. Dem möchte ich meine Kohle machen. So, Leute. Das war's mit Stardew Valley. Ich würde sagen, ich lasse es für heute. An die YouTube-Zuschauer, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann was könnt ihr machen? Dann schreibt Flamingo in die Kommentare. Guckt, da ist ein Flamingo. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt Flamingo in die Kommentare und ich werde mich freuen, wie sonst was, wenn ihr das macht. Weil dann weiß ich, oh mein Gott, es sind hier echt Leute, die bis hierhin gucken. Auch wenn es ein 2-Stunden-Video ist, was es jetzt auch fast wäre. Also krass. Ja, ich wünsche euch YouTube-Zuschauer einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann und ciao!